Eins. So, ja, heute, wie angekündigt, heute haben wir das Sonntag, der 23. Januar. Und ich habe hier die drei hübschen Damen aus der Königsmühle in Eltersdorf. Ja, habe ich das richtig gesagt? Und da gab es ja diese Woche einen ganz, ganz schwierigen Vorfall, also einen Vorfall, der unvorstellbar ist in diesem besten Deutschland aller Zeiten. Ja, wir haben hier drei besorgte Mütter, die seit 2 Jahren versuchen, ihre Kinder zu schützen, die Erfahrungen hatten mit ihren Kindern bis hin zu Selbstmordgedanken. Ja, muss man mal ganz klar aussprechen, weil das, was mit den Kindern seit 2 Jahren hier angerichtet wird, das ist ja mit nichts mehr recht zu fertigen und von wegen Pandemie. Also sprich, ich glaube, im Gesamten sind 9 Kinder in den 2 Jahren mit Corona alle vorerkrankt. Also muss man ja mal ganz klar sagen, dass von Kindern nie eine Gefahr ausging während der ganzen Pandemie. Wurde ja auch im Mainstream inzwischen alle schon bestätigt. So, und bei euch ist diese Woche ein Vorfall passiert, über den man jetzt sprechen möchte. Das sind mal kurz ein paar Takte zu euch. Wer seid ihr? Was habt ihr da organisiert? Königsmühle, ihr habt Kinder versorgt oder habt Kinder beschützt und habt sie quasi alternativ unterrichtet oder ja, wolltet einfach Kinder beschützen in diesem verrückt gewordenen besten Deutschland aller Zeiten. Aber stellt euch mal kurz vor und was ist euch passiert? Also ich bin die Mieterin von diesen Räumen hier und mir ging es primär darum, einen Raum zu schaffen, wo Kinder sein dürfen und eben ja, in der Gemeinschaft, wo sie normalerweise aus der Gesellschaft ausgegrenzt worden sind, weil die durften die Schule nicht besuchen, weil wir diese Maßnahmen, Repressalien an unseren Kindern nicht toleriert haben und unsere Kinder das auch nicht tolerieren konnten. Sie haben ja wirklich Suchtprobleme, Depressionen, alles Mögliche erlitten unter diesen Maßnahmen. Und deswegen mussten wir sie aus den Schulen wirklich befreien. Und da haben wir hier diesen Raum uns geschaffen, wo Eltern sich mit ihren Kindern treffen konnten und dann angefangen, diese Kinder selber ein bisschen zu bilden, einfach diese Bildung, die ihnen vom System verweigert wurde, durch uns selber wenigstens ansatzweise darzustellen. Und ich habe diese Räumlichkeiten angemietet. Ich bin Tierärztin und habe diese Maßnahmen, die Corona betrifft, von Anfang an sehr hinterfragt. Und das sind alles Mütter, die halt mit mir in Kontakt getreten sind, weil ich diese Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hatte. Mhm. Mit einer von mir Mitarbeiterin, die angestellt ist bei mir in der Praxis, in meinem Büro. Ja. Und die auch einen Sohn hier an der Mühle hatte. Und wir haben das zusammen im Prinzip dann ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, wir machen hier Praxisräume irgendwann mal rein und dann können wir diese Räume im Moment nutzen. Mhm. Genau, um unsere Kinder wieder aufzurichten. Ja, ja, und genau. Ich bin eine alleinerziehende Mama von einem 11-jährigen Sohn und war seit Anbeginn der Pandemie immer auf, ich habe gesagt, ich mache da nicht mehr mit und ich kann meinem Sohn nicht dauernd diese Maske aufsetzen und habe ihn dann immer von der Schule befreit und habe zu Hause alles gegeben, was ich konnte, mein Kind Wissen beizubringen. Aber das ging nicht, weil er hat sich geweigert und zwischen Mutter und Kind ist das auch sehr schwierig. Mhm. Und ich habe dann immer wieder gesucht nach Hilfe, wie schaffe ich das alleine? Ich schaffe das nicht mehr, ich bin auch psychisch angeschlagen. Und mein Sohn hat dann Suizidgedanken geäußert. Der hat wirklich ausgesprochen, er mag nicht mehr. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt reicht's. Und dann habe ich mich noch aktiver drum gekümmert. Und ja, das Universum hat geliefert und es hat mir diesen Ort gezeigt. Ja. Und ja, wir sind jetzt hier und mein Sohn blüht auf. Er hat wieder Lebensfreude. Er will wieder leben. Und ich bin jetzt endlich nicht mehr alleine. Und ich bin jetzt in dieser Gemeinschaft. Und ja, das ist das Wichtigste momentan in dieser Zeit. Ja, ja. Ja, ich fasse mal zusammen. Also jetzt haben wir hier verzweifelte Eltern in Eltersdorf. Ja, der Name im Programm. Ja. Und,
Und so wie es viele Eltern ja geht, also die das einfach nicht ertragen, was die Kinder für ein Leid in der Schule erfahren. Da gab es ja auch schon über Telegram viele Mitschnitte, wo Kinder in der Schule aufgezeichnet haben, was die Lehrer da stellerweise von sich gegeben haben. Dann hatte man in Österreich 500 Kinder mit Selbstmordgedanken. Und das bringt ja Eltern logischerweise zur Verzweiflung, wenn ich sehe, wie mein Kind leidet. Und dann hat man aber im November 2020 die Schulpflicht wieder aufgesetzt, richtig? Oder 21? 21 im November wurde das aufgehoben, dass man aufgrund von Corona-Angst, wenn man Angst hatte, dass sich sein Kind an Corona ansteckt, sozusagen seine Kinder selber zu Hause im Distanzlernen unterrichten konnte, wobei auch da schon die Repressalien von der Schule waren, dass sie zum Beispiel mir kein Material zur Verfügung gestellt haben von Anfang an. Also als ich meine Kinder zu Hause beschulen wollte und ich natürlich das als Vorwand genommen habe und dann gesagt habe, ich lasse sie, weil meine Kinder halt diese Corona-Maßnahmen Angst vor diesen vor Corona haben, habe natürlich nicht gesagt, dass es die Maßnahmen sind, habe ich gesagt, dass ich sie zu Hause beschule und dann haben sie mir kein Material mehr zur Verfügung gestellt. Also dann haben sie mir gedroht, sie stellen mir kein Zeugnis aus und haben mir kein Material mehr zur Verfügung gestellt. Dann habe ich gesagt, ich brauche auch kein Zeugnis. Wir machen das alles. Also sie haben von Anfang an immer mehr angefangen zu drohen. Erst kein Material, also die Bildung verweigert. Die Schulen haben die Bildung unserer Kinder verweigert. Ja. Es ist ein Drama, das ist ein Drama, wenn man das alles betrachtet. Aber jetzt ist ja Folgendes passiert und das ist natürlich, das setzt ja dem Ganzen die Krone auf, was ja unfassbar ist. Es sind also hier besorgte Eltern, besorgte Mütter, die hier 15 Kinder beschützen, wie man das ja logischerweise macht. Und jetzt kam das SEK oder die Einsatzgruppe. Und jetzt habt ihr das mal live gespürt, wie das so sein muss, wenn sich ein Terrornetzwerk gebildet hat, die in Berlin den Reichstag in die Luft sprengen wolle. Also da wird man dann so einen Auftritt der Polizei erwarten. Komischerweise, da machen sie es nie. Ja. Und jetzt ist also, sind die gestürmt mit einer Einsatztruppe und ihr wart ja vor Ort, oder du, wie war das jetzt genau? Also ihr wart ja anwesend und jetzt schildert ihr mal, also was da passiert ist. Weil einfach nur, man muss mal die Verhältnismäßigkeit drüber bringen. Ja, ihr wart ja weder bewaffnet oder sonst irgendwas. Und Bastelscheren. Doch, wir hatten Bastelscheren. Und Bastelscheren. Ja, die haben es dann auch gesichert. Die wurden gesichert, Bastelscheren. Ja, wirklich. Ja. Also es war so, also ich war hier in der Küche gesessen und dann haben die Kinder gerufen, da kommt ein blauer LKW. Und weil ich eben eine Lieferung quasi erwartet habe, bin ich rausgerannt und habe gesagt, ja, jetzt kommt ja endlich meine Lieferung. Und in dem Moment macht es einen riesen Schlag und da waren sie dann gestanden. Sie haben mit Rambock diese Tür aufgestoßen. Also ich, wenn schneller an der Tür gewesen wäre, wer weiß, was passiert wäre, wäre ein Kind hinter dieser Tür gestanden. Also ich weiß nicht, was sich dieser Einsatzleiter oder diese Männer gedacht haben, wenn sie überhaupt noch denken, keine Ahnung. Und dann ging es schon los. Die Kinder sind dann von dem großen Raum über die Küche die Treppen hochgerannt und diese schwarz Vermummten sind den Kindern mit Maschinengewehren hinterhergerannt. Und haben die Kinder wieder eingesetzt. Mit Maschinengewehr. Ja. Jawohl, mit Maschinengewehr. Sie sind ja schon über den Hof in ihrem, wie sie es immer machen, sich aufstellen und dann losrennen, sind sie ja schon, die Kinder haben sie vom Fenster aus gesehen, hierher gerannt. Und dann sind die, wie gesagt, hier reingerannt, haben mich natürlich gepackt und die andere Mutter und die Kinder denen hinterhergerannt und haben die Kinder eingefangen. Und separiert von den Erwachsenen. Dann haben sie sie separiert, die Kinder, von den Erwachsenen. Also es war ein Überfall und eine Geiselnahme, so muss man das wirklich bezeichnen. Weil die haben uns mit Waffengewalt überfallen, wehrlose Frauen und Kinder, und haben die Kinder in Geiselhaft genommen. Sie haben versucht, ständig die Erwachsenen wegzudrängen. Und eine Mutter hat es noch geschafft. Aber nach 2-3 Stunden haben sie diese Mutter auch noch rausgeworfen. Und dann waren die Kinder alleine mit schwer bewaffneten Männern. Und die haben die Kinder bedroht weiterhin. Ja, wir wurden also sind die Kinder von in der Altersgruppe, wie alt sind die, waren oder sind die Kinder? 4 bis 14. Okay. Also Wahnsinn, oder? Wahnsinn, die Kinder. Die durften auch
rein zur Toilette, die nur in Begleitung mit Polizei. Durften nicht reden. Am Anfang durften die Kinder gar nicht reden. Dann haben sie ja zwei, also die Daniela und die andere Mama, von den Kindern sofort getrennt und haben ihnen gedroht, dass sie die Kinder wegbringen ins Jugendheim und haben den Kindern auch gedroht, wenn sie ihre Namen nicht sagen, dann bringen sie die Kinder ins Jugendheim und deine Mama darf dich erstmal nicht abholen, weil die muss dann eine Vermisstenanzeige erst stellen. Nur mit Drohungen, die haben dann die Erwachsenen verhört mit Foltermethoden, die haben die Türen und Fenster aufgerissen, die waren selber in Winterklamotten, dass die Mädels hier gefroren haben, wie ein Schneider, mit dem Argument. Das war ein Schneesturm, das haben wir auch, also in dem Moment, wo die da waren, und dann kam ein Schneesturm, und da war alles offen. Und da haben die alles offen gelassen. Und das Argument war, wenn sie nicht kooperieren, wir können noch andere Maßnahmen ergreifen. Mit solchen Sprüchen ununterbrochen und mit psychologischen Foltermethoden haben die zu sechs, zu siebt uns jeweils einzeln bearbeitet, ohne Zeugen. Das Einzige, was ich habe, ist ein Mitschnitt einer Tonaufnahme, wie mit mir verhandelt worden ist, wo ich dann dazugekommen bin, also von außen abgefangen. Ich war eine Stunde vor der Tür, bin ich untersucht worden, bis auf die Unterhose. Und da habe ich eine Tonbandmitschnitt, weil ich mein Handy auf Rekorder gestellt habe und habe das Ganze auf Tonband. Also es ist der einzige Beweis dessen. Und man muss auch dazu sagen, also während die uns hier innen wirklich so festgehalten haben und uns wirklich so tyrannisiert haben und immer wieder, weil sie unseren Namen haben wollten, was keiner gegeben hat, und da waren unsere Kinder auch total standhaft, also es war phänomenal, waren vor der Tür außen die lieben Herren in Schwarz gestanden und haben sich draußen köstlichst amüsiert. Das muss man dazu sagen. Ja? Während Kinder unter Angst gesetzt worden sind, haben die sich köstlich amüsiert. Und ein Spruch von einer Polizistin, ich werde es nie vergessen, die hat dann süffisant zu den Kindern gesagt, wenn ihr jetzt weiter eure Namen nicht gebt, dann spült es, ja, oder dann bringt es der Staatskasse jeweils 500 Euro Bußgeld ein. Dann habe ich zu ihr gesagt, das ist jetzt nicht ihr Ernst, dass sie mit der Angst von Kindern Freude daran haben, damit ihr Geld zu verdienen. Oder so schaut es aus. Und das ist es, das ist die Realität. Diese Menschen, denen geht es um Geld und um gar kein einziges Lebewesen mehr. Und diesen Satz haben wir auf Tonband. Ja, genau. Und die haben uns auch alle wirklich richtig durchsucht, aber richtig durchsucht. Ja. Also bis auf alles, also ja, bis alles abgetastet, Brüste, bis aufs, also wir wurden sowas von erniedrigt, gedemütigt, kann man gar nicht mal sagen. Wie gesagt, aufs Klo nur im Beisein von den Angestellten, weil die bestimmen ja hier, was zu tun und zu lassen ist. Am Platz festgehalten, ohne dass man aufstehen darf, was wir natürlich irgendwann, habe ich das nicht mal gemacht. Aber also, es war echt heftig. Wie viele Erwachsene waren ihr anwesend? Waren 15 Kinder und wie viele Erwachsene war dir? In den Innenräumen drei. In den Innenräumen waren drei Frauen und ich bin dann dazugekommen, weil ich ja dann angerufen worden bin, dass die haben parallel in mein Haus gestürmt, haben parallel in meinem Haus zu Hause alles mitgenommen, an Computer, Tablets von den Kindern, an Ordnern, also hier in der Mühle haben sie alles geklaut. Und man kann nur sagen, es ist ein Überfall, weil die haben Bargeld mitgenommen. All mein Bargeld, was ich in der Mühle hatte, haben die einfach mitgenommen. Mit welcher Begründung? Weil eine Durchsuchung auf eine Schule und dann dürfen die mein Bargeld mitnehmen? Also ich begreife es nicht. Die haben also alles außer mein Handy, weil ich das bis aufs Blut verteidigt habe, weil ich ja den Rekorder laufen hatte. Und dann habe ich mir gedacht, ich darf auf gar keinen Fall dieses Handy aus der Hand lassen und bin also da auch wirklich massiv an meinem Handy interessiert gewesen. Und dann wollten sie mich zu Boden werfen und fesseln, weil ich so unkooperativ Widerstand geleistet hätte. Wie hat er gesagt? Sie haben ja auch ein bisschen Widerstand geleistet, hat er gesagt. Ja, und dann war ja noch auffallend, es war jemand von der Presse mit bei dem Einsatz dabei. Bei einer polizeilichen Ermittlung. Was hat diese Anne Kleinemann bei einer polizeilichen Ermittlung in diesem Gebäude zu suchen? Daran siehst du ja, dass das ein ganz geplanter Überfall, so würde ich es auch mal nennen, weil der Durchsuchungsbeschluss war ja mit Sicherheit nicht unterschrieben, wie man das erkennen. Nein. Das war auch beim Klopapier, einem Fax irgendwie, also das war nicht einmal ein weißes Papier und da war ein Kreuz anstatt einer Unterschrift von der Richterin. Ein Kreuz. Das ist die normale Vorgehensweise, wir kennen das. Ich meine, bis zu einem gewissen Punkt lassen wir ja alles gefallen, alles recht und schön, und ihre Willkür und was die da treiben.
Aber hier redet man ja von 15 Kindern und drei Frauen. Und dann ja. So eine Nummer durchziehe, das ist, natürlich ist der Hauptgrund die Einschüchterung, ja, ein Exempel statuieren, deshalb auch illegal von der Presse eine mit anwesend. Also ich wüsste nicht, dass es rechtlich zulässig ist, dass bei so einer Ermittlung, bei so einer Stürmung die Presse mit dabei ist quasi. Das muss man sich mal vorstellen. Aber das sehen wir, wo wir hingekommen sind. Und ja. Sich niemand ausweisen muss, das finde ich ja auch nochmal, dass sich niemand ausweisen muss und ja. Niemand sagt seinen Namen, aber wir sollen alles hergeben, wir sollen alle Personalien hergeben. Und vor allem die Kinder auch in der Zeit alleine, ohne Eltern, eines Erwachsenen befragt wurden. Ja. Mit Maschinengewehren. Das eine Kind hat gesagt, Papa, ich hatte Angst, dass der mir auf die Füße schießt. Weil da immer dieses Gewehr gebaumelt ist. Also das muss man sich mal vorstellen. Was ist psychologisch bei den Kindern, die ja eh schon psychologisch jetzt total ruiniert sind, ja, in den letzten 2 Jahre. Und dann die Aktion, überlegen wir, was bei den Kindern im Kopf vorgeht. Die können ja nicht mehr schlafen nachts. Ja. Aber unsere Kinder sind ja wirklich so gestärkt, dass diese Kinder, sie haben die Dienstnummern aufgeschrieben. Okay. Was wir nicht machen konnten, weil wir ja nicht rangekommen sind. Ja. Also unsere Kinder, wir sind mega stolz auf unsere Kinder. Die haben die Rückennummern aufgeschrieben. Ja. Die eine, die ist eigentlich immer total schüchtern und die hat die im Grund und Boden geredet, dass der eine Polizist irgendwann gesagt hat, jetzt halte mal deinen Mund. Und dann sagt die, nee, warum? Ihr könnt ja auch mal was mit uns spielen, uns ist langweilig. Mhm. Also die waren toll, unsere Kinder. Ja, genau. Also die haben wirklich super gemacht. Muss ja bei euch sagen, also ich muss sagen, das, was ihr da durchzieht und durchsteht, ja, ihr seid ja letztendlich nichts anderes wie besorgte Mütter, ja. Und was ihr für Wege gehen müsst, um eure Kinder zu beschützen von diesem Terror, wie soll man das sagen, das ist ja psychologischer Terror, was die mit den Kindern anrichten. Alles im Namen der Gesundheit, um die Welt zu retten, ja, Pandemie. Ja. Da werden Kinder in den Tod getrieben, psychologisch. Ja. Ich meine, dass Maske nicht vor Viren schützen, dass Kinder in der Schule Maske aufsetzen müssen. Die Politiker, sobald die Kamera aus ist, nehmen sie den Lappen runter und lachen sich kaputt über die Show. Der SPD-Parteitag, wo sie auf der Treppe gestanden sind. Könnt ihr euch erinnern an die Bilder? Ja, also das heißt, die Politiker lachen sich kaputt über die Maßnahme, weil die ja genau wissen, dass es Schwachsinn hoch 3 ist. Und Kinder, die werden psychologisch gefoltert bis zum Gehtnimmer. Also wirklich, also das ist ein Skandal, was da abläuft. Und das ist jetzt die Frage, wie geht es jetzt weiter? Ich möchte es nicht zu lang machen, das Video. Habt ihr anwaltliche Beratung, Unterstützung? Nee, also das haben wir definitiv nicht. Es ist auch wirklich so, was halt bei uns auch jetzt so ist. Die stehen ja überall und wir werden gefilmt, gemacht, die bewachen uns die ganze Zeit wie Spanner. Also ich möchte es nicht mehr anders beschreiben. Das ist spannend hier überall. Ja. Das ist natürlich für niemanden schön. Die Hunde sind hier natürlich jetzt auch nur noch, ne? Die schlagen bei allem an, wie es weitergeht. Wir machen natürlich weiter. Mhm. Es geht nur noch eins und das ist vorwärts. Ja. Es gibt kein Problem. Das Problem ist, dass im Moment die Menschen, die um uns rum sind, also auch hier in diesem Ort, ich bin ja hier geboren, die kennen mich ja alle, dass sie uns als Verbrecher titulieren. Also wir sollen jetzt aufhören, wir sind die Bösen. Und die das Verbrechen begangen haben, die hier bewaffnet gestanden sind, die sind im Recht, weil ihr habt ja eure Kinder auch nicht in der Schule und die Schulpflicht müssen wir ja auch alle erfüllen. Dass die Tests aber dass freiwillig sind. Dass völlig skurril umgedreht wird. Ne? Dass wir als Verbrecher hier in dem Ort gehandelt werden, dass im Prinzip ganz Deutschland zwar hinter uns steht, aber der Ort hier selber, der dreht sich genau um und steht hinter diesem System, das uns vergewaltigt, genötigt und erpresst hat, beklaut hat. Und das ist in Ordnung, weil wir sind die Bösen. Ja, weil wir das ist das Perfide jetzt. Das ist wirklich perfide. Und das Thema, das Thema Schulpflicht, da frage ich mich ja schon seit ein paar Jahren. Oh, jetzt seid ihr offline, oder? Ah, da seid ihr wieder. Das Thema Schulpflicht, ja, da, seit Fridays for Future, wo ist denn das Thema Schulpflicht? Da durften die Kinder, da wurde sie von der Schule sogar aufgefordert, freitags auf die Straße zu gehen und demonstrieren. Wo waren da die Schulpflicht? Also da war keine Schulpflicht, ja? Wenn es um für politische Entscheidungen der Regierung geht. Ja, da Fridays for Future, da muss keiner in die Schule. Aber hier, wenn es um
Selbstmordgedanken von Kindern geht, weil sie in der Schule den psychologischen Druck nicht mehr aushalten. Ja, na, da ist die Schulpflicht. Also um es zusammenzufassen. Wenn sie es brauchen. Ja, ja. Wenn sie es brauchen, gibt es eine Schulpflicht. Ja. Und wenn sie es mal gerade nicht brauchen, weil es gerade in einer anderen Agenda aktuell ist, dann ist es für die dreht sich alles wie sie wollen. Und darum ist es auch diese Frage. Und jetzt sich einen Anwalt zu nehmen. Ja, das war, also wirklich der Vorfall, der wird auf jeden Fall ja auch noch eine riesige Welle machen. Und wenn irgendwas an rechtsanwaltlicher Unterstützung oder benötigt wird, irgendwas, also wir sind ja ein riesiges Netzwerk inzwischen, da können wir euch viel zur Verfügung stellen. Also wenn es an irgendwas fehlt, meldet euch und da bleiben wir jetzt mal in Verbindung und müssen jetzt gucken, was da die nächsten Schritte sind. Also ich bin ja derjenige, der positiv in die Zukunft schaut und sagt, die Fake-Pandemie, die wird in den nächsten Tagen zusammenbrechen, weil das kann ja gar nicht mehr halten. Ja? Das ist ja alles nur noch ein Lügekonstrukt. Alle Lüge sind aufgedeckt inzwischen. Ja. Und uns geht es auch so, wir sind positiv. Wir blicken positiv in die Zukunft und wir gehen voran. Und wir wollen einfach jetzt an die Öffentlichkeit gehen. Wir wollen Gesicht zeigen. Ja. Und weil es gibt viele von uns da draußen und wir wollen auch denen Mut machen. Ja. Aber wir brauchen jetzt auch die Hilfe von der Öffentlichkeit und das muss bekannt werden, wie die Polizei hier aufgetreten ist. Wir haben zwar wirklich, wir haben uns mit allem vorbereitet, aber gegen körperliche Gewalt können wir nicht vorgehen. Das funktioniert nicht. Und das ist wirklich, sie haben uns in der Hand mit den Kindern, weil sie die Kinder hatten. Allein diesen Vorgang, wieder an meinen Sohn ranzukommen, das war unglaublich. Die haben mich aus dem Gebäude rausgeschmissen. Und dann habe ich gesagt, mein Sohn brauche ich noch. Der Moment, als mein Sohn dann durch diese Tür durchgehen durfte, weil die haben auch gesagt, er darf nicht raus, aber er hat sich geweigert und er ist rausgegangen. Der Moment, als der dieses Gebäude verlassen hat, da macht es in einem Kopf, da macht es Klick, außen blendest du alles raus und du weißt nicht, was ist ihr nächster Schachzug. Packen sie euch und sagen, jetzt haben wir euch zusammen oder... Irgendwie dann der nächste Schritt, bis ins Auto zu kommen mit Kind und Hund, dann den Motor anzumachen und da rausfahren zu können. Und du weißt nie, was sie als nächstes geplant haben. Ja. Da können wir nicht mehr alleine dagegen angehen. Es funktioniert nicht. Ich habe keine Angst. Und das will ich auch gleich allen sagen. Egal, wie viele Polizisten sich vor mir aufstellen. Ich habe vor euch keine Angst. Ja. Definitiv nicht. Das ist vorbei. Für mich geht es nur vorwärts. Ja. Bis es fällt. Vorher nicht. Und es wird fallen. Es wird fallen. Es wird hundertprozentig fallen. Und diese Aktionen, also Respekt vor euch drei besorgte Mütter, ja, Respekt. Ich hoffe, ihr habt auch die Männer dazu, die da dahinter stehen. Und das ist auch immer so ein Thema, wo ich da anspreche. Ja, wo sind die Hells Angels? Ja? Normal müsste hier 100 Hells Angels vor eurem Gebäude stehen und euch beschützen. Ja? Aber anderes Thema. Und deshalb, also macht weiter so. Ihr kriegt von uns alle Unterstützung. Und da wird ja noch was kommen, je nachdem. Also wenn da irgendwas ist, wir stehen alle an eurer Seite. Und notfalls trommeln wir 5000 Leute zusammen, die das Ganze bewachen darüber. Und da müssen wir jetzt vollständig durch. Also Der ganze Lügensumpf ist ja im Prinzip aufgedeckt inzwischen, warum die Polizei, ja, aber das ist ein anderes Thema, aber deswegen halte durch und das Ding bringen wir zu Ende hundertprozentig. Ja, wir müssen unsere Kinder beschützen. Ja. Aber nur, wenn wir es wirklich ansprechen, auf den Punkt. Ja. Also wirklich nicht mit bla bla bla, sondern wirklich auf den Punkt, dass es keine Rechtsgrundlagen hier für irgendwas gibt. Ja. Das ist unser gutes Recht, sich um unsere Kinder zu kümmern. Ob das die Verwaltungen oder sonst was, Behörden, auch die Schule hat nicht das Recht, sich um mein Kind oder um andere Kinder von Müttern, die sagen, ich muss arbeiten, pass bitte drauf auf. Da hat niemand das Recht, die Entscheidung zu treffen. So ist es. Und als besorgte Eltern habe ich nicht nur das Recht, sondern ich habe ja die Pflicht, mein Kind zu schützen. Ja, darum geht es. Und nicht wir sind die Genau, das Video nicht hatte man gestern, die Aussage von Frau Merkel, wo sie 2018 getroffen hat. Ja, genau. Recht zu Recht, dann wird Widerstand, ihr seid verpflichtet, Widerstand zu leisten.
Und genau ja, das ist das, was ihr macht. So, und deshalb also ja. größter Respekt, größte Hochachtung. Und wenn irgendwas sein sollte, wenn wir irgendwas tun können, ja, ihr macht ja jetzt eh ein riesen Netzwerk und kriegt von jeder Seite Beistand. Und deshalb, ja. Aber das muss an die Öffentlichkeit auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank. Und danke dir auch. Herzlichen Dank. Euch weiter ja. viel Kraft und wir stehen das gemeinsam durch, auf jeden Fall. Also ich sage mal Tschüss an dieser Stelle. Weiter so. Und ja, bye bye.